Hallo, heute möchte ich euch nochmal etwas zum Sortieren zeigen. Ich habe mir dazu die Tarpit-Datei vom Semper-Video heruntergeladen. Vielen Dank, dass wir die verwenden dürfen. Mal gucken, was ich da vielleicht auch in der Zukunft noch mache. Genau, und jetzt möchte ich hier die IP-Adressen mal haben, weil es gibt da einen sehr kuriosen Effekt. 2 minus f, ich möchte den Komma als Trenner haben. So. Und jetzt mache ich mal ein Sort unique und Sort minus n, damit es numerisch sortiert wird. Okay. Minus 20 ist vielleicht besser, weil hier ist alles gefüllt, da funktioniert es auch. Aber wie man hier sieht, fängt es mit 27 an, geht mit 31 weiter und auf einmal kommt die 5er. Und das ist die Ursache, dass der Sort einfach die Zahl durchgeht. Wie ihr seht, sind das die kürzesten IP-Adressen und hier die nächstlängeren. Das heißt, er wertet das hier einfach als kleinere Zahlen. Und das kann ich eigentlich relativ gut umgehen, indem ich bei diesem Sort minus n eben sage, der Trenner soll ein Punkt sein. Und ich tue jetzt hier einfach sagen, Spalte 1 soll bis Spalte soll nach Spalte 1 auch enden. K3,3 und danach soll er K4,4 machen. Also er soll jetzt nach der ersten Spalte sortieren, dann nach der zweiten Spalte, dann nach der dritten und dann nach der vierten. Ja, und schon haben wir das Ergebnis, was wir uns eigentlich erwartet haben, wenn wir hier IP-Adressen sortieren. Wichtig und neu, also ich kann nicht nur sagen, von wo er beginnen soll, sondern auch bis wohin dann dieser Sortierbereich geht. Das war's dann schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.